Hallo liebe Filmfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik von mir. Heute habe ich mir wieder mal das Thema deutsche Komödie vorgenommen und zwar in einem Film von Sönke Wortmann mit dem Titel Das Hochzeitsvideo. Das Hochzeitsvideo, ein Film von Sönke Wortmann. Wundert euch nicht jetzt über dieses Cover, hier über dieses große H und hier unten Spielfilm und so weiter. Dies ist eine Leihgabe aus der Stadtbücherei, leider ohne Wendecover, deswegen kann ich es jetzt auch nicht umdrehen, sondern muss euch die DVD so zeigen, wie sie jetzt hier auch steht. Wer heiraten will, sollte diesen Film sehen, wer nicht, der auch, sagt die Bild-Zeitung. Ja, ich habe den wahrgenommen damals, als er im Kino anlief. Da wollte ich eigentlich auch reingehen, weil er mich irgendwie vom Trailer her damals auch angesprochen hatte. Ja, hat man wieder irgendwie verpasst oder vergessen. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr. Jetzt halt mal ausgeliehen und mal gucken, was der kann. Das Ganze ist ab 12 Jahren freigegeben. Wir drehen den Film mal um. Dort sehen wir einen relativ langen Text, zu dem wir dann später kommen. Willkommen zur verrücktesten Hochzeitskomödie des Jahres. Bissig, schräg und sextrem peinlich ist auch wieder ein tolles Wortspiel. Und ja, unten sehen wir halt, wo die Protagonisten irgendwie einen Huhn mit einer Kamera und so weiter und so fort. Der ist aus dem Jahre 2012. Ich bin sehr gespannt. 83 Minuten, relativ kurz eigentlich. Und ja, dann werde ich jetzt mal schauen, was der Film von Sönke Wortmann so kann. Eigentlich macht er ja relativ unterhaltsame Filme. Jetzt bin ich mal gespannt, was das Hochzeitsvideo denn mir bieten wird. Das Hochzeitsvideo von Sönke Wortmann. Wir lesen uns einmal kurz ein, damit wir kurz wissen, worum es geht. Willkommen zur verrücktesten Hochzeitskomödie des Jahres. Für Pia und Sebastian könnte der schönste Tag im Leben gar nicht besser laufen. Alle Freunde und Familienmitglieder sind im noblen Schlosshotel einquartiert. Das Wetter ist super und die Stimmung ist perfekt. Gut, die Namensfrage ist noch nicht ganz geklärt, zumal Pias freigeistige Sippschaft etwas konträr zu Sebastians konservativen Von- und Zu-Clan steht. Egal, Hauptsache Sebastians Freund Daniel hält als Hochzeitsfilmer verdonnert die rosaroten Augenblicke für die digitale Nachwelt mit der Kamera fest. Hartnäckig begleitet er Gäste wie Brautpaar hautnah auf Schritt und Tritt. Was jedoch so romantisch beginnt, verselbstständigt sich zunehmend und schon bald gibt es Ärger im Paradies. Es wird gesoffen bis zum Verlust der Muttersprache. Pias Ex-Lover entpuppt sich als Pornodarsteller Carlos die Keule. Ein prominenter Überraschungsgast taucht auf. Eifersucht, Tränen, Sex und Wutausbrüche. Die Ereignisse überschlagen sich. Und dank Daniel wird das alles protokolliert und dokumentiert. Als hübsche Erinnerung für später mal versteht sich, dabei hätte alles so schön sein können. Ich muss gestehen, der Film ist jetzt gerade zu Ende. Das Hochzeitsvideo von Sönke Wortmann für 83 Minuten deutsche Komödie liegen hinter mir. Und ich bin schlichtweg begeistert von diesem Film. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Zum einen wirkt der Film deswegen alleine schon so genial, weil er wirklich komplett, bis auf eine Ausnahme, wirklich komplett durch die Bank aus noch unbekannten, namhaften deutschen Schauspielern besteht, die ihre Rolle einfach sensationell spielen. Ich habe die Namen jetzt alle nicht parat. Wer es mag, kann sie gerne googeln, Wikipedien oder was auch immer auch. Man kennt sie wirklich nicht. Also ich kannte keinen einzigen von denen und die spielen ihre Rollen einfach so fantastisch, dass es eine wahre Augenweide ist. Egal, ob es das Brautpaar ist, ob es die Ghetto-Gothic ist eins, die Gothic-Schwester von der Braut ist, der Hochzeitsfilmer, der beste Freund vom Bräutigam, die spießigen Eltern, die durchgeknallten Eltern, die Buddhisten, was auch immer, sensationell. Es gibt eigentlich nur eine Rolle im Film, die bekannt ist und die ist auch noch richtig genial eingefügt und das ist Sascha. Sascha dürfte dem einen oder anderen noch bekannt sein als ehemalige Pop-Ikone der deutschen Charts oder als Bandleader von Dick Brave and the Backbeats. Der spielt einen so fantastischen, ich kann es nicht anders sagen, wirklich eine fantastische Gastrolle in diesem Film, dass einem ja, die Tränen vor Lachen in die Augen steigen. Es werden quasi gezeigt, die letzten 4 Tage, hört sich so negativ an, die 5 Tage einer Hochzeit, Vorbereitung, Polterabend, Standesamt, kirchliche Trauung, Junggesellenabschied.
Das sind so die fünf Ereignisse, die ja bei jeder Hochzeit dazugehören. Und die werden hier halt wirklich in einer unfassbar genialen Art und Weise komödiantisch dargestellt, dass man wirklich teilweise vor Lachen von der Couch rutscht. Mir ging es zumindest so. Es ist jetzt wirklich ja, kein Brachialhumor. Man darf jetzt wirklich nicht denken, es ist jetzt hier so Klamauk, oder was weiß ich, Tom Gerhard, Mario Barth, keine Ahnung, hat man nicht gesehen. Es ist wirklich eigentlich feiner, versteckter Humor, der aber dann wirklich mit so einer Wucht nach vorne knallt, dass man einfach vor Lachen von der Couch rutscht. Ich habe mich jetzt sowas von genial unterhalten. Ein super genialer Film. Der Soundtrack, absolute Bombe. Natürlich gehört Sascha dazu, er spielt nur mit. Das, sein Hit If You Believe in Love wurde so perfekt in eine Szene eingebaut, dass es einfach nur Spaß macht. Und selig macht den Rest des Soundtracks des Films aus. Und da hat der Film natürlich von vornherein gewonnen. Ja? Also es ist einfach ein super genialer deutscher Film. Das ist leider nur die Verleihversion, die ich mir halt aus der Stadtbücherei ausgeliehen habe. Der Film wandert definitiv in meine Wand, in meine Sammlung. Ja, der deutsche Film ist tot. Das Argument kriegt man immer wieder zu hören. Und deutsche Komödien können eh nichts. Dieser Film unterstreicht wieder einmal Quatsch. Deutsche Komödien können eine Menge und der deutsche Film sowieso. Und den Film kann ich eigentlich jedem nur ans Herz legen, weil er macht einfach nur Spaß und ist von vorne bis hinten perfekte Unterhaltung. Es ist so. Mir bleibt nichts anderes übrig. Das Hochzeitsvideo bekommt von mir ganz klar die Bombe, alle Daumen, die es geht, ganz nach oben, höher kann ich nicht. Und ich verneige mich und sage Chapeau Sönke Wortmann für einen wunderschönen, wirklich wunderschönen, genialen deutschen Film. Das war meine Filmkritik zu das Hochzeitsvideo. Zieht ihr euch rein, schaut ihr euch an. Mein Geschmack hat Erfolg getroffen. Ein fantastischer Film. Danke und bis demnächst hier auf dem Kanal von den drei Herren vom Film. Adios.